Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video dreht sich alles um die Datensicherung und zwar nicht um irgendwelche Datensicherung, sondern hier in diesem Video möchte ich mit euch Partitionen klonen oder sogar ganze Festplatten klonen. Bevor wir nun irgendwas klonen können, benötigt ihr natürlich zum Klonen erstmal eine brauchbare Festplatte. Entweder ihr habt schon was in eurem PC verbaut oder ich für meinen Teil kaufe mir gerne irgendwelche zusätzlichen Festplatten. Achte darauf, dass diese Festplatten über eine ausreichend große Kapazität verfügen. Das heißt, sie müssen mindestens so groß sein wie die Festplatte, die ihr klonen wollt. Ich habe mir jetzt hier einfach mal so eine kleine externe Festplatte beschafft. Ihr könnt natürlich auch jede andere Festplatte verwenden und diese dann mit einem dementsprechenden Adapter einfach an euren PC anschließen. Für das Demo hier verwende ich aber hier diese kleine portable Festplatte. Wir haben hier eine portable Festplatte mit 1 Terabyte Speicher und auf die möchte ich jetzt einfach mal eine Festplatte oder eine Partition klonen, die dann auch so um 1 Terabyte groß ist. Was benötigen wir zum Klonen? Natürlich erstmal ein kompatibles Programm, das heißt ein Programm, was uns das Klonen unserer Daten, unserer Festplatte, unserer Partition ermöglicht. Ich verwende jetzt hier in meinem Fall den Mini-Tool Partitionswizard, um jetzt hier eine Partition, eine Festplatte zu klonen. Ich habe mir das Programm jetzt einfach mal hier heruntergeladen und schon auf meinem PC installiert. Wir starten jetzt einfach mal das Programm. Das Programm lädt nun alle Informationen, das heißt, es durchsucht meinen Rechner nach allen angeschlossenen Partitionen und Laufwerken und diese werden mir jetzt auch hier in diesem Programm angezeigt. So, wir sehen jetzt hier alle angeschlossenen Laufwerke, sowie natürlich auch die darauf befindlichen Partitionen. Ich möchte jetzt hier einfach mal eine meiner Windows-Partitionen klonen. Das hat natürlich den Vorteil, wenn mein Windows crasht oder ich es nicht wieder zum Laufen bekomme, tausche ich jetzt einfach die Festplatten aus und mein System läuft wieder reibungslos. Ich nehme hier meine zweite Windows-Partition. Diese habe ich hier auf dem Datenträger Nummer 3 liegen. Hier seht ihr die Windows-Partition. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Wir könnten hier nur eine Partition klonen. Natürlich, wenn ihr hier so ein System klont, also ein komplettes Betriebssystem, würde ich dann auch das ganze Laufwerk klonen. Ich möchte euch einfach mal die zwei Vorgehensweisen zeigen. Das geht hier mit dem Programm sehr einfach. Wir haben zum Beispiel hier den Assistent zum Kopieren von Partitionen. Wir wählen diesen einfach mal aus. Er öffnet sich. Wir klicken auf Weiter. Sehen jetzt hier alle angeschlossenen Laufwerke in unserem System. Ihr erinnert euch, ich wollte ja von Datenträger 3 die Windows-Partition klonen. Also wähle ich mir diese Partition aus, klicke auf Weiter und suche mir dann dementsprechend mein Ziellaufwerk aus. Ich will natürlich als Ziellaufwerk hier mein USB-Laufwerk haben, wähle dieses aus und jetzt seht ihr hier das erste Problem. Ich kann es zwar auswählen, kann aber hier nicht auf Weiter klicken, weil dieses Laufwerk nicht leer ist. Das heißt, wir haben dort keinen Platz, eine Partition drauf zu speichern. Was macht ihr jetzt? Wir gehen einfach hier raus, suchen hier unser Laufwerk. Das wäre hier Datenträger 9, den hatte ich ja vorhin angeschlossen. Wählen diesen aus und wir sehen, auf diesem Datenträger befindet sich schon eine Partition. Wenn ich hier drauf natürlich jetzt eine Partition klonen möchte, stört die natürlich. Also klicke ich hier mit der rechten Maustaste auf diese Partition und wähle Löschen. Haben wir diese Auswahl getroffen, wählen wir Übernehmen. Und überlegt nochmal, dass ihr wirklich die richtige Partition erwischt habt, denn hier könnt ihr viel kaputt machen, aber wir haben die richtige erwischt. Also bestätigen wir das mit Ja und jetzt wird hier diese Partition gelöscht. So, jetzt haben wir die Partition gelöscht und versuchen noch einmal hier eine Partition zu klonen. Das heißt, wir öffnen unseren Assistenten, klicken auf Weiter, wählen den Datenträger 3, die Windows-Partition, Weiter, wählen unseren Datenträger 9, wählen die freie Fläche, auf die wir jetzt diese Partition einfügen wollen. Die haben wir jetzt gerade eben frei gemacht und klicken hier auf Weiter. Und jetzt können wir dann dementsprechend hier unsere Partition hin verschieben. Wichtig ist natürlich, dass auf dem neuen Laufwerk genug Speicher frei sein muss, um hier die Partition hin zu übertragen. Jetzt könnte es sein, dass eventuell doch größentechnisch eure Festplatte, eure angeschlossene Festplatte nicht ausreicht, um die Partition, die wir hier ausgewählt haben, aufzunehmen. Sollte das passieren, gibt es zwei Möglichkeiten, hier vorzuarbeiten. Zum einen hier direkt. Wir können hier mit diesen Anfassern die Zielpartition verkleinern. Das heißt, die Partition, die dann geschrieben wird, können wir hiermit verkleinern. Das funktioniert natürlich nur, wenn auch auf der vorhandenen Partition, ihr seht es hier oben, noch Platz ist. Das heißt, hier noch ein unbeschriebener Bereich vorhanden ist. Somit können wir hier mit den Anfassern diese Partition anpassen und dann dementsprechend auf unser Laufwerk einpassen. Somit brauchen wir hier nicht zu viel Platz
Platz für diese Partition zu verschwenden. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit. Mit dieser könnt ihr zum Beispiel auch eure Partitionen allgemein verkleinern. Hierfür brechen wir das einfach nochmal ab. Wählen unsere Partition aus, die wir verkleinern wollen. Ich nehme jetzt einfach mal beispielhaft diese hier, klicken mit der rechten Maustaste hier rein und wählen hier den Punkt Größe ändern. Hier haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, die Größe der Partition zusammenzustutzen. Ich fasse hier einfach mal die Partition mit dem Anfasser an und ihr könnt hier sozusagen die Partition einfach dementsprechend verkleinern, so klein, dass sie dann auf euer neues Laufwerk passt. Bestätigt das hier mit OK, übernehmt das und habt somit die Partition zusammengestaucht. Ich würde euch aber, wie gesagt, nicht unbedingt empfehlen, das bei dem System zu machen. Es würde zwar funktionieren, auch hier bei dem Windows-System würde das funktionieren, aber wir lassen das jetzt einfach mal weg. Ihr habt gesehen, wie es geht und könntet somit dann dementsprechend auch die Partitionen kopieren. Jetzt ist natürlich hier der Fall, ich möchte hier mein ganzes System kopieren, mein ganzes Betriebssystem Windows. Windows schreibt allerdings noch einige Partitionen mehr auf die Festplatte, die es zum Laufen braucht. Wir sehen das hier, wir haben hier unser Betriebssystem Windows in dieser Partition liegen und hier noch weitere Systempartitionen, die Windows mit erstellt hat. Die wollen wir natürlich alle mitnehmen. Wenn ihr also euer System kopieren wollt, eure Systemfestplatte klonen wollt, würde ich euch einen anderen Weg empfehlen. Wir nehmen hierzu unseren Assistent zum Kopieren ganzer Datenträger. Hiermit könnt ihr komplette Festplatten klonen. Das ist ja natürlich auch das, was ich hier machen wollte. Hatte ich euch ja schon am Anfang des Videos gesagt, um hier die komplette Festplatte auszutauschen, falls hier irgendein Problem auftritt, sodass ich mit dem Rechner sofort weiterarbeiten kann, indem ich einfach nur die Festplatten tausche. Wir wählen jetzt hier Assistent zum Klonen von Dateiträgern. Klicken hier auch wieder auf Weiter und wählen jetzt hier den dementsprechenden Dateiträger aus. Hier das Windows, was ich jetzt klonen möchte, liegt auf Dateiträger Nummer 3. Ihr könnt natürlich auch andere Festplatten klonen, Festplatten, auf denen ihr irgendwelche Sicherheitskopien habt, auf denen andere Daten sind. Diese könnt ihr auch einfach klonen. Es muss nicht unbedingt ein System sein. So, ich wähle jetzt hier Datenträger 3 aus. Mir wird auch die Größe, die hier benötigt wird, angezeigt. Das ist wichtig. Wir brauchen nämlich jetzt auch eine Festplatte, wo dieses Material drauf passt. Das heißt, ihr müsst euch eine Festplatte beschaffen, die mindestens diese Größe hat. Wir klicken auf Weiter und suchen nun hier unseren Datenträger, auf den wir das übertragen wollen. Ich nehme jetzt hier meinen Datenträger Nummer 9. Der müsste ja von der Größe her reichen. Wir klicken auf Weiter. Und solltet ihr hier trotzdem noch Größenprobleme haben, können wir natürlich die Partition in den ganzen Datenträger einpassen oder, wenn natürlich dementsprechend eure Festplatte groß genug ist, die leere Festplatte, wählen wir den zweiten Punkt, Partition ohne Größenänderung kopieren. Wählt den Punkt aus, der für euch passend ist und klickt dann hier auf Weiter. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Sicherheitshinweis, der uns nochmal darauf hinweist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein System kopieren oder klonen und dann mit der geklonten Festplatte arbeiten wollen, dass wir diese natürlich im BIOS einstellen müssen. Das heißt, wenn wir die neue Festplatte in den PC einstecken, müssen wir das natürlich im Start-BIOS konfigurieren, dass dann auch von dieser Festplatte gestartet wird. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Wir wollen jetzt hier erstmal die Festplatte kopieren und klicken auf Abschließen. Wir sehen, dass jetzt hier dieser Schritt übernommen worden ist. Und um jetzt den Klonprozess zu starten, betätigen wir den Punkt Übernehmen. Auch ein wichtiger Hinweis hier nochmal, bitte beendet alle anderen Programme, die jetzt nicht laufen müssen, denn wir wollen hier natürlich einen Absturz oder irgendwas anderes vermeiden während dem Klonvorgang, sodass der Klonvorgang sauber abläuft. Wenn ihr sehr große Datenträger klonen müsst, würde ich das sowieso abends machen, lasst einfach den Rechner über Nacht laufen und so diese Arbeit vollführen. Wir schauen mal, wie schnell wir das hier hinbekommen. So groß war ja die Festplatte nicht. Wir klicken einfach mal auf Ja und wir sehen, sofort beginnt das Programm mit dem Klonen unserer Partition, unserer Festplatten. Währenddessen das jetzt hier läuft, noch ein wichtiger Hinweis. Ihr seht, bei mir läuft das extrem schnell. Das liegt aber daran, dass ich ein sehr schnelles System verwende und sehr schnelle Datenträger verwende. Das heißt, ich verwende ausschließlich SSTs. Diese kopieren natürlich äußerst schnell. Wenn ihr irgendwelche anderen Laufwerke verwendet, die zum Beispiel ziemlich langsam sind, dann kann das natürlich auch mitunter sehr, sehr lange dauern, dieser Klonprozess. Deswegen empfehle ich euch, wie gesagt, macht sowas eventuell über Nacht oder wenn dieser PC dann für einen längeren Zeitraum nicht benötigt wird. Wir sehen ja, dass das bei mir nur so durchflitzt, also lassen wir das jetzt einfach mal durchlaufen. So,
So, und meine Partitionen wurden geschrieben. Das heißt, meine Festplatte ist nun geklont. Das hat bei mir knappe 25 bis 30 Minuten gedauert. Wie gesagt, das hängt von eurem System ab und von der Plattengröße, von der Plattengeschwindigkeit. Jetzt schauen wir mal, was wir hier für ein Ergebnis haben. Das heißt, wir scrollen hier einfach mal herunter. Wir sehen hier den Datenträger 9. Und hier sind unsere geklonten Partitionen übernommen worden. Alles wurde herüber gespeichert. Und wir können eigentlich auch gleich mal testen, ob das funktioniert. Und das mache ich folgendermaßen. Ich fahre jetzt einfach mal den Rechner herunter. Und wir gehen direkt bei dem Neustart hier mal in das BIOS hinein. Und sehen dann hier auf unserer externen Festplatte befindet sich jetzt auch ein Windows. Und das wählen wir jetzt direkt auch mal aus. Jetzt schauen wir einfach mal, ob der Vorgang erfolgreich war. Das heißt, ob dieses Windows hier bootet. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Wir sind in unserem Startbildschirm, können uns hier anmelden und haben somit von unserer Sicherheitskopie aus gebootet. Das heißt, ich habe jetzt von meiner externen Festplatte gebootet. Ihr habt gesehen, es hat funktioniert. Ich kann jetzt hier auch auf sämtliche Daten zugreifen und habe hier eine komplette Kopie meines Betriebssystems erstellt. Der Vorteil dieser ganzen Geschichte, ich habe es euch ja vorhin erklärt, wenn eurer Hauptfestplatte irgendwas passiert, im schlimmsten Fall vielleicht ein Hackerangriff, zieht ihr diese einfach ab, ersetzt sie durch eure Sicherheitskopie, durch eure geklonte Festplatte und könnt somit ohne Probleme dann einfach weiterarbeiten. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Wenn ihr euch für das hier verwendete Programm interessiert, dieses findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach auf den Link und ihr kommt direkt bei diesem Partitions-Mini-Tool heraus und könnt dieses dann dementsprechend auch, so wie hier gezeigt, verwenden. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal. Denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.